Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Weekly Reading. Ich gebe euch gleich mal ein Leseupdate, dann so viel mehr zu berichten habe ich aktuell noch nicht. Ich habe heute schon Deluxe Streams von Carina Halle fertig gelesen. Ich weiß gar nicht, wie man ihren Nachnamen ausspricht, weil sie kommt ja aus Amerika oder so. Ja, habe ich fertig gelesen, wird aber auch wieder aussortiert. Das werde ich wieder über Tauschticket vertauschen, da wo ich es auch herbekommen habe. Und ja, ich mochte das Buch nicht so gerne, sonst würde ich es ja nicht wieder abgeben. Der Klappentext hörte sich einfach zu spannend an, als dass es dann letztendlich war. Mir hat einfach schon allein von den Protagonisten es an Tiefgründigkeit gefehlt, also die. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich Olivier oder Sadie kennengelernt habe. So oberflächlich ja, aber nicht mehr in die Tiefe. Also den Charakter habe ich nicht richtig kennengelernt. Also man erfährt ja, wenn man den Menschen beobachtet, weiß man ja, oder ein bisschen länger verfolgt, weiß man ja so ganz oberflächlich, wie der Mensch irgendwie tickt. Aber so wirklich in die Tiefe ging es halt eben nicht und das hat mir sehr gefehlt. Außerdem ging es bei den beiden ab dem Zeitpunkt, wo sie super viel Zeit miteinander verbracht haben, also das war eigentlich ab dem ersten Moment, wo sie aufeinander getroffen sind, eigentlich nur noch um Sex. Fand ich ein bisschen merkwürdig, weil sie sich ja nicht so richtig kannten. Also das Kennenlernen war einfach schon so komisch. Ich meine, bei einem One-Night-Stand kennt man sich ja auch nicht besonders lang. Aber irgendwie ist es eben nur für eine Nacht quasi und nicht für immer. Also mir ging das zwischen den beiden einfach viel zu schnell. Es war so viel Drama um ein Geheimnis, was super schnell aufgedeckt wurde. Also Olivier hatte ja irgendwie ein Geheimnis, das wurde super schnell aufgedeckt. Also man konnte es irgendwie schon erahnen und man konnte sich da schon so ein bisschen was zusammenspinnen. Also ganz, ganz komisch. Also es war nicht mein Buch. Ich werde mir mal die Rezension zum zweiten Band anschauen und dann entscheiden, ob ich auch den zweiten Band lesen möchte oder eher nicht. Ich weiß es noch nicht, aber das Buch darf wieder ausziehen auf jeden Fall. Ich werde mir auch, wenn das zweite Buch entweder als E-Book holen oder warten, bis es irgendwann mal online da ist oder als Hörbuch hören. Keine Ahnung, ich weiß es noch nicht so ganz genau. Falls ihr Hörbuchempfehlungen für mich habt, schreibt mir die gerne in die Kommentare. Ich habe mein BookBeat-Abo nämlich gekündigt, weil ich das jetzt nicht so regelmäßig nutze. Ich möchte mehr über Spotify oder über die Onleihe hören. Also falls ihr da irgendwelche Tipps habt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Genau. Mein nächstes Hörbuch habe ich auf jeden Fall schon, weil das ist nämlich ein Rezensionsexemplar von Nat Gelly. Und wir haben jetzt 19:27 Uhr und deswegen werde ich gleich in Warrior and Peace Göttlicher Zorn weiterlesen. Hier bin ich gestern bis auf Seite 128 gekommen. Ich glaube, ich hatte gesagt, wir können ja vier Kapitel lesen. Ich habe, glaube ich, noch keine Antwort drauf bekommen, aber ich lese, glaube ich, einfach die vier Kapitel und dann gucken wir einfach mal weiter. Ja, ich. Krass, was hier alles passiert. Also, ich bin überfordert. Das Geheimnis, was hier rauskam, was ich aus dem. Ich habe das Gefühl, ich habe das schon mal erzählt. Ich habe das 100 Pro gestern schon mal erzählt. Ich habe das gestern schon mal erzählt. Ich brauche es nicht nochmal erzählen. Ich habe es im letzten Weekly Reading erzählt. Aber ja, krass, was hier drinnen passiert. Ich bin gespannt, was jetzt auf den nächsten Seiten noch passieren wird und generell in diesem Buch noch passieren wird. Ja, aber da werde ich jetzt weiterlesen und euch dann die Woche über mitnehmen und euch erzählen, wie es mir gefällt und was so grob passiert. Nee, das erzähle ich euch natürlich nicht, aber wie es mir halt eben so gefällt und so. Und ja, oh Gott, ich rede mich ja um heißen Kragen. Und ich habe heute gesehen, ich habe noch ein Buch auf meiner, zwei Bücher auf meiner Liste von Büchern, die ich im Juli definitiv noch lesen möchte. Und dazu gehört immer noch Heimlich Liebe in Cherry Oak Falls und Dark Palace Nummer 2. Das sind auf jeden Fall die Bücher, die ich jetzt im Juli noch lesen werde. Ich werde nämlich, glaube ich, dann einfach als Liebesroman mit Cherry Oak Falls anfangen. Ja,
Und euch dann da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem Weekly Reading von mir. Ich wollte euch jetzt zu Beginn erstmal ganz fix ein Leseupdate geben, denn ich lese das alles. Also die 2 Bücher und ein E-Book lese ich bzw. höre ich. Und ich würde sagen, ich starte direkt mal. Ich beginne mit Warrior und Peace, dem zweiten Band, weil ich dazu nicht viel sagen kann, weil es eben zweiter Band ist. Hier bin ich aktuell auf Seite 180 und ich müsste heute noch 2 Kapitel lesen, damit ich den heutigen Abschnitt, also ja, den heutigen Abschnitt gelesen habe. Das sind allerdings auch nur 20 Seiten. Ist also auch recht fix gelesen, das werde ich gleich machen. Gefällt mir wieder unwahrscheinlich gut. Das Ende von dem letzten Kapitel war so spannend und so überraschend und ich möchte wissen, was dahinter steckt. Also ich freue mich, dass wir diese Reihe oder diese Dilogie gemeinsam lesen und ich mich austauschen kann, weil das ist ganz, ganz dringend nötig bei diesem Buch. Da passiert auch immer so unfassbar viel auf einmal und es wird was Neues aufgedeckt und keine Ahnung, ich bin so gespannt, was jetzt auf den nächsten 2 Kapiteln passiert und ja, werde das dann gleich lesen. Und wenn ich den Abschnitt dann gelesen habe, werde ich mich wieder Heimliche Liebe in Cherry Oak Falls, Love in the Dark von Bettina Kiraly. Ich hoffe, dass man den Nachnamen so ausspricht. Also den Namen, ja. Ja, egal. Ich bin auf Seite 224 ungefähr. 2 Drittel des Buches habe ich schon gelesen und mich nervt hier gerade so ein Haar an meiner Hand. Und also mich persönlich würde das Cover jetzt nicht ansprechen. Aber das ist auch einfach Geschmackssache und es ist ein Self-Publishing-Buch. Und die haben jetzt ganz oft Cover oder häufiger Cover, die mich nicht so hundertprozentig ansprechen. Aber der Klappentext hörte sich einfach sehr spannend an. Außerdem habe ich das von einer Abonnentin zugeschickt bekommen oder einer Zuschauerin zugeschickt bekommen, worüber ich mich sehr gefreut habe. Das ist nämlich mein zweiter Male-Male-Romance. Genau, ich habe noch The Music of What Happens gelesen, was mir ja nicht so gut gefallen hat. Mir hingegen gefällt aber Heimliche Liebe in Cherry Oak Falls unfassbar gut. Das ist der zweite Band. Ich werde auf jeden Fall den ersten Band auch noch lesen. Ich weiß nicht, um wen es im ersten Band gehen wird. Ist dann, glaube ich, soweit ich weiß, auch von einer anderen Autorin geschrieben, weil die Reihe wird immer abwechselnd geschrieben. Die Reihe ist eine Koproduktion von Katherine Collins und Bettina Kiraly, die abwechselnd ein Band veröffentlichen, damit zweimal im Jahr eine Reise in die kalifornische Sonne möglich ist. Genau. Lass dich entführen an einem romantischen, fiktiven Ort ohne Corona. Liebgewonnene Charaktere tauchen immer wieder auf. Der erste Band ist nämlich im Juni 2020 erschienen. Und ja, ich finde es bisher wirklich richtig, richtig gut. Was ich ein bisschen komisch finde, ist, dass super viele Sch Männer einfach, also super, super viele homosexuelle Männer eben da sind. Jetzt weiß ich halt nicht, ob in den nächsten Teilen es um die Männer dann gehen wird, also ob das eine Male-Male-Romance-Reihe wird. Das weiß ich halt nicht so genau. Deswegen, keine Ahnung, es wundert mich gerade aktuell sehr, aber das stört mich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so sehr. Hier steht auch drauf, Triggerwarnung, Depression und Angst vorm Outing werden thematisiert. Und ich finde es total spannend, gerade dieses das Outing-Thema. Ich habe mich damit jetzt nicht so sehr auseinandergesetzt, wie jetzt der Protagonist hier in diesem Buch, weil es mich einfach nicht betrifft. Wobei ich der Meinung bin, es sollte eigentlich niemanden betreffen, weil die eigene Sexualität geht ja keinem was an. Also, wisst ihr, was ich meine? Aber ja. Und ich finde, das ist total anschaulich irgendwie beschrieben, dieser Zwiespalt zwischen, ich habe Angst davor, mich zu outen und Angst vor der Reaktion anderer Menschen, egal ob es jetzt Fremde sind oder Freunde, Verwandte, Familie, wie auch immer. Und dem anderen Punkt dann, aber ich habe jemanden kennengelernt und ich möchte die Liebe trotzdem irgendwie öffentlich zeigen und sagen können, hey, das ist eben mein Partner. Ich finde, das ist total anschaulich irgendwie geschrieben. Ich mag das total gerne. Erotische Szenen gibt es auch,
Wird's aber auch nicht so super häufig, eben weil ja der Protagonist, der Probleme mit dem Outing haben oder Angst vor dem Outing hat, was wollte ich denn jetzt sagen? Das halt eben immer nur in privaten Räumen dann passiert und eben nicht außerhalb, weil sie außerhalb halt eben nur Freunde quasi, sich als Freunde ausgeben quasi. Genau, aber ich bin sehr gespannt, was hier auf den nächsten Seiten noch passieren wird. Ich habe auf jeden Fall noch ein paar Seiten vor mir. Das Buch hat erstaunliche 360 Seiten. Ich hätte anfangs nicht gedacht, dass das Buch so dick ist, aber ich freue mich sehr, dass ich jetzt noch knapp 140 Seiten habe in dem Buch und ich werde, wie gesagt, die dann auch noch drin weiterlesen. Wir haben jetzt 21:15 Uhr, also ein bisschen Lesezeit habe ich auf jeden Fall noch, bevor ich dann in Grey's Anatomy weiterlesen werde. Gefällt mir auch wieder sehr, sehr gut. Also zwei Bücher, die mir wirklich sehr gut gefallen. Und ich habe mein BookBeat-Abo noch und habe aber den Monat nur ein Hörbuch gehört. Ich habe das günstigste für 9,99 € mit 25 Hörstunden. Und ich höre ja super wenig Hörbücher und das sind meistens so zwei Hörbücher für mich a 12 Stunden, ein bisschen mehr. Also 12,5 Stunden ungefähr. Und ich habe ja The Lux Stream Song gehört von Carina Halle. Und ich hatte dann aber noch 12 Stunden zum Hören offen und habe mich dann dazu entschieden, dass ich Something Pure von Kylie Scott lesen möchte. Ich hatte den Klappentext, bevor ich es angefangen habe, nicht mehr genau vor Augen gehabt. Was ein bisschen blöd war, als ich angefangen habe, weil der Anfang war schon so ein bisschen verwirrend. Es geht auf jeden Fall um, er heißt Beck und sie heißt Alice. Alice, die sich kennenlernen beim Kellnern. Er ist auf Reisen und sie verbringen dann Zeit miteinander, verlieben sich. Beck muss dann aber wieder zurück. Aus bestimmten Gründen hatte er aber verheimlicht, dass er aus einer sehr reichen und berühmten Familie oder bekannten Familie entstammt. Und ja, Alice geht dann zu ihm quasi und verbringt dort Zeit mit ihm. Und sie müssen halt gucken, dass sie zwischen den ganzen Intrigen, Verrat, Machtspielen und keine Ahnung, was da immer so bei den Reichen so abgeht, ihre Beziehung eben nicht zerstört. So. Grober Inhalt. Der Klappentext hat halt auch nicht so viel verraten. Ne? Ich bin jetzt bei dem Buch bei 62%. Also auch nicht mehr so viel. Das sind, glaube ich, noch knapp 4, 4,5 Stunden, irgendwie sowas in der Art. Der Anfang war, wie gesagt, irgendwie total verwirrend. Ich habe nicht so richtig verstanden, was jetzt in der Geschichte passiert. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, nicht so richtig mitbekommen zu haben, wie Alice und Beck sich so schnell so nah sein konnten. Sie hat ja innerhalb kürzester Zeit, also ein der Woche, 2 Wochen oder so, ihr komplettes Leben aufgegeben, um dann woanders hinzuziehen, nur um bei Beck zu sein, weil der eben bei seiner Familie sein muss. Fand ich schon mal ein bisschen merkwürdig, weil man kann sie jetzt auch nicht so schnell kennenlernen. Und die wohnen dann halt auch schon zusammen und keine Ahnung was. Es ist ein bisschen komisch. Ich werde auch mit den Protagonisten überhaupt nicht warm. Mir ist das alles ein bisschen zu viel hin und her. Ich finde auch so der Tiefgang fehlt da irgendwie. Handlung fehlt da irgendwie auch so ein bisschen. Es geht halt immer um die Beziehung zwischen den beiden und um Sex, wobei sie noch nicht miteinander geschlafen haben. Aber die Gespräche drehen sich sehr oft einfach darum. Dann irgendwelche Probleme innerhalb der Familie mal wieder und mit Familienmitgliedern und keine Ahnung was. Es dreht sich alles irgendwie so um das Ganze und das finde ich irgendwie ein bisschen blöd. Also es gefällt mir halt bisher nicht so. Ich werde es jetzt fertig hören, beziehungsweise die Hörstunden reichen, glaube ich, nicht mehr aus, um es fertig zu hören. Ich werde dann einfach die letzten Seiten lesen. Und dann ist das Buch auch für mich abgeschlossen. Es ist das erste Buch von Kylie Scott, was ich gelesen habe, soweit ich weiß oder gehört habe. Also das erste Buch, was von Kylie Scott, dessen Geschichte ich erfahren habe. Mein Gott, so rum. Ich schließe damit aber nicht aus, dass ich kein Buch mehr von ihr lesen werde, weil ich glaube, dass sie noch ganz, ganz viele tolle Bücher geschrieben hat und einfach das nicht meinen Geschmack trifft. Aber ja, aktuell kann es halt nicht mit sich reißen und ich glaube, das wird sich auch einfach nicht ändern. Aber weil es ein Rezensionsexemplar ist, möchte ich es dann halt doch eben schon fertig hören oder
fertig lesen, wie auch immer. Also zwei sehr, sehr gute Bücher und ein Buch, was mir nicht ganz so gut gefällt. Ich hoffe, dass ich alle drei Bücher, nein, ich glaube, Warrior und Peace werde ich die Woche nicht fertig lesen. Aber die anderen zwei Bücher werde ich die Woche bestimmt beenden. Dadurch, dass ich am Sonntag meine Impfung habe, muss ich sowieso mal gucken, wie der Tag dann eben so ablaufen wird, weil ich die halt eben auch morgens habe. Ja, dann mal gucken, wie das alles so abläuft. Ja, mehr habe ich aber aktuell auch nicht zu erzählen. Und das Licht verschwindet jetzt sowieso so langsam, weil die Sonne eben untergeht. Und ich werde jetzt in Warrior and Peace die zwei Kapitel lesen und dann noch ein bisschen in Heimliche Liebe in Cherry Oak Falls weiterlesen und mich dann bei euch morgen oder am Wochenende so irgendwie in der Richtung bei euch melden. So, Hallöchen ihr Lieben. Ich dachte mir, es wird Zeit, dass ich euch ein kleines Leseupdate gebe. Oh, meine Haare. Ich bin mit meinen Haaren momentan an einem Punkt, da nerven sie mich. Ich liebe meine langen Haare und ich liebe sie wirklich. Aber es gibt eine bestimmte Länge, die mich irgendwann nervt. Mein Problem ist auch einfach so, nur dass, also ich mache meistens die Haare nur für das Video auf. Normalerweise habe ich relativ oft geschlossene Haare, also in einem Zopf irgendwie zusammengewurschtelt, damit sie mich bloß nicht nerven. Weil, also mein Problem ist, ich kann auch keinen normalen Pferdeschwanz machen. Also kann ich schon, aber meine Zopfgummis halten das nicht aus. Und wenn ich den nämlich dann zu fest rummache, dann zieht es irgendwann an der Kopfhaut, weil mein gesamter Zopf einfach so schwer nach hinten zieht, dass es irgendwann zieht. Und es ist einfach super nervig. Ja, deswegen, ich weiß aktuell nicht, was ich mit meinen Haaren machen soll. Ich meine, ihr seht ja meistens noch nicht mal, wie lang die sind, ne? Also die gehen hier noch so ein Stück weiter. Ja. Ein bisschen schwierig momentan. Ich würde sie mir am liebsten abschneiden und zwar relativ kurz. Und ich weiß aber dann ganz genau, dass ich wieder an dem Punkt bin und sage, okay, jetzt lasse ich sie mir wieder lang wachsen. Und wenn ich dann wieder an dem Punkt bin, wo ich jetzt bin, sage ich mir, okay, ich schneide sie wieder ab. Und es ist immer so ein Hin und Her. Ja. Anderes Thema, ich gebe euch ein Leseupdate. Ich beginne einfach jetzt mal mit Something Pew von Kylie Scott. Ich habe euch da ja im letzten Update schon ein Update gegeben. Ja, kann man so sagen. Und habe gesagt, dass mir das Buch momentan nicht so zusagt. Ich habe das Buch eben gerade beendet als Hörbuch. Ich muss euch dazu noch was erzählen. Und zwar habe ich das Ganze ja als Hörbuch gehört, und zwar bei BookBeat. Und ich wollte das heute unbedingt noch fertig hören, weil heute mein letzter Tag vom BookBeat-Abo ist und ich das danach gekündigt habe, weil ich auch woanders Hörbücher hören kann und das BookBeat nicht unbedingt brauche. Und ich habe 25 Hörstunden und hatte die 25 Stunden eigentlich erreicht, obwohl ich noch 2 Stunden im Hörbuch hatte. Und komischerweise habe ich insgesamt 27 Stunden gehört. Also ich habe einfach 2 Stunden überzogen. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich glaube, wäre ich aus der App rausgegangen oder hätte irgendwas anderes angeklickt, wäre ich schneller rausgeschmissen worden und es wäre beendet gewesen. Aber ich habe halt nichts gemacht. Ich habe einfach weitergehört. Deswegen konnte ich dann eben das Hörbuch fertig hören. Ja, auf jeden Fall habe ich das Hörbuch jetzt beendet. Ich glaube, das war mein erstes Buch von Kylie Scott. Ich kann mich zumindest gerade nicht daran erinnern, dass ich ein Buch von ihr gelesen hätte. Tatsächlich war es jetzt nicht unbedingt ein guter Eindruck, denn mir hat das Buch, wie gesagt, insgesamt nicht so gut gefallen, auch das Ende nicht. Also insgesamt war es mir zu oberflächlich. Also ich habe die Geschichte nicht mit Beck und Alice zusammen erlebt, sondern ich habe sie wie als hätte ich von außen das Leben der beiden betrachtet und wäre nicht in Alice Kopf, wie es ja laut dem Schreibsel eigentlich gewesen sein sollte. Ich glaube, wäre ich ja Erzähler quasi so. Ich glaube, das erklärt es irgendwie so am besten. Also ich konnte keinen Zugang zu beiden Charakteren finden. Ich fand es super strange. Die haben sich in der Bar kennengelernt. Das ist noch nicht strange. Die sind sich näher gekommen. Auch das finde ich jetzt erstmal nicht so schlimm. Aber die kannten sich vielleicht so 2 Wochen und Denver ist eben wieder zurückgegangen.
Beck ist eben wieder zurück nach Denver gegangen und Alice ist ihm dann, also hat quasi ihr komplettes Leben aufgegeben und ist zu ihm nach Denver gezogen. Nach 2 Wochen, wo sie sich kannten. Das fand ich super, super komisch. Auch wenn die Sehnsucht zueinander sehr groß war. Man hätte ja auch erstmal irgendwie über die Entfernung einer Beziehung ein Kennenlernen irgendwie veranstalten können. Ja, das fand ich schon mal sehr, sehr komisch. Und deswegen hat mich auch dieses Drama dann am Ende auch nicht großartig gewundert, wo die Beziehung dann kurz vorm Aus war quasi. Hat mich dann jetzt auch nicht so sehr, also hat mich ehrlich gesagt nicht gewundert. Das Buch spielt innerhalb eines Monats, würde ich mal ungefähr so sagen. Vielleicht ein bisschen mehr. 2 Monate, 3 Monate oder sowas. Aber nicht viel, viel mehr. Also die kannten sich wirklich nicht lange und wohnen schon einfach zusammen. Ja, dann ging es halt einfach auch sehr viel um Intrigen und Machtspiele und dann so ein Hin und Her. Und die Charaktere waren mir einfach alle unsympathisch. Und irgendwie die Handlung war nicht wirklich vorhanden. Am allercoolsten fand ich irgendwie noch Henry, weil er irgendwie so, er war so das Nesthäkchen der Familie. Und ja, hat einfach mal gesagt, was er gedacht hat. Und das fand ich irgendwie total erfrischend irgendwie in dem Punkt. Es wurde super viel gelogen und es konnte einfach nicht mal mehr Nerv treffen. Ich werde aber auch noch andere Bücher von Kylie Scott lesen. Ich weiß gerade gar nicht. Ich weiß, dass sie super viele Bücher geschrieben hat. Aber ich weiß gerade nicht, welches. Wenn ihr wisst, welche Bücher sie geschrieben hat, schreibt mir die gerne mal in die Kommentare. Und wenn ihr sie auch schon gelesen habt, schreibt mir gerne dazu, wie sie euch gefallen haben. Genau, und dann, weil wir schon bei Liebesromanen sind, mache ich einfach weiter mit Heimliche Liebe in Cherry Oak Falls. Hier bin ich jetzt bei 224 Seiten. Seite 224, oh mein Gott. Habe ich da gestern dann noch weitergelesen, nachdem ich gesagt habe, ich werde erst mal die 2 Kapitel in Warrior and Peace lesen? Nein, habe ich nicht. Ich habe da nicht weitergelesen, weil ich für Warrior and Peace dann irgendwie doch länger gebraucht habe, als ich gedacht habe. Deswegen habe ich hier nicht weitergelesen. Deswegen werde ich hierzu auch gar nicht viel sagen. Zu Warrior and Peace kann ich auch nicht viel sagen, weil es eben nur 25 Seiten waren. Ich kann mal kurz gucken, wie lang jetzt der nächste Abschnitt ist, weil wir lesen halt immer nur 2 Kapitel und mal sind die länger und mal sind die kürzer. Finde ich jetzt aber auch nicht schlimm. Das ist auf jeden Fall schon ein bisschen länger. Sind ungefähr 30 Seiten. Ja, sind ziemlich genau 30 Seiten, die ich zu lesen habe. Die werde ich jetzt als erstes wieder lesen und dann werde ich mich wieder an Heimliche Liebe in Cherry Oak Falls machen, weil ich das Buch gerne auch noch diesen Monat, diese Woche beenden möchte. Das sollte auf jeden Fall machbar sein, ne? Also, ja, das sollte auf jeden Fall machbar sein. Und ja, hier sind, ja. Ich werde dazu dann am Wochenende oder so ein bisschen mehr zu erzählen, wenn ich hier weiter fortgeschritten bin. Weil die Kapitel, da passiert immer so unfassbar viel und es ist richtig krass, was da immer passiert, finde ich. Und teilweise passieren auch Dinge. Ich habe mir da um eine Sache, die zuvor gepassiert ist, Gedanken gemacht. Und hatte da irgendwie so meine Theorie, lag mit der Theorie an sich auch eigentlich gar nicht so falsch im Nachhinein, muss ich sagen. Aber ich hätte jetzt nie gedacht, dass das irgendwie stimmt, weil es einfach so eine Spinnerei war. Und es für mich auch irgendwie, als ich drüber nachgedacht habe, nicht logisch geklungen hat. Jetzt auch noch nicht so ganz, weil ich das große Ganze noch nicht gesehen habe, noch nicht sehe. Ich glaube, das wird mir dann erst später bewusst. Aber die Charaktere in der Dimension, ja, krass. Ich bin wirklich sehr gespannt, was da in dem Buch auf jeden Fall noch auf mich zukommen wird. Wir haben jetzt fast die Hälfte von dem Buch gelesen. Also ich denke mal, dass wir das dann nächste Woche beenden werden. Und ja, ich werde euch dann, wie gesagt, wenn ich hier ein bisschen fortgeschritten bin, irgendwann am Wochenende ein Update geben und euch Bericht mehr dazu dem Buch dann erzählen. So, Hallöchen, ihr Lieben. Ich habe gerade ganz kurz Zeit und vor einigen Tagen, also vor einer Woche eigentlich schon, kam ein Paket bei mir an, ein Sommerwichtelpaket, das über Bookstagram organisiert wurde. Das wollte ich euch zeigen. Und eben kamen bei mir noch 2 weitere Päckchen an, die ich euch zeigen wollte. Unter anderem habe ich bei Tauschticket was ertauscht und ein Rezensionsexemplar. Ja, ich fange, glaube ich, mit den beiden hier an. Ich fange einfach mit dem Tauschticket-Paket an.
Schneide es hier einmal auf. Ich weiß ja schon, was drin ist. Also wird jetzt für mich keine große Überraschung. Ich werde euch auch gleich noch was zu den Büchern dann sagen, die ich mir hier ertauscht habe. Oh, sind auf jeden Fall sehr gut eingepackt. Das mag ich immer gerne, muss ich sagen. Ups, da klebt das Buch ein bisschen fest. Es sind zwei Bücher. Ich wollte eigentlich nur eins der Bücher. Das sind einmal die zwei Bücher, die sind noch in Tüten eingepackt. Ich werde die einfach jetzt mal auspacken, damit ihr sie besser sehen könnt. Also sind wirklich gut eingepackt. So, unter anderem haben wir hier einmal Verbotenes Spiel von Kitty French. Ist aus dem Lux Verlag, ist schon mit Sicherheit ein bisschen älter, weil es noch der Lux Egmont Verlag war. Ist auch 2015 erschienen. Ich lese euch mal den Klappentext vor. Als ihr Verlobter sie vor dem Traualtar stehen lässt, ist für Kyra Brooks klar. Von Männern hat sie erst einmal genug. Um sich abzulenken, reist sie mit ihrer besten Freundin Sophie und deren Geliebten Lucia Knight nach Ibiza, wo die drei die Eröffnung eines exklusiven Nachtclubs vorbereiten. Doch gleich am ersten Tag auf der Insel trifft Kyra auf Dylan Day, der aufregend und geheimnisvoll ist und deshalb der letzte Mann, mit dem Kyra jetzt eine heiße Affäre beginnen sollte. Das war nämlich das Buch, was ich eigentlich gar nicht wollte, aber die hatte so ein 2-für-1-Tauschangebot und deswegen durfte ich mir noch ein Buch aussuchen. Ich habe mich dann hierfür entschieden. Ich glaube nicht, dass ich das Buch lesen werde. Ich werde es einfach bei uns in die Bücherzelle stellen und dann findet es vielleicht irgendjemand, den es interessiert. Das zweite Buch ist aber tatsächlich das Buch, was ich auf jeden Fall haben wollte und weswegen ich bei ihr auch angefragt habe. Vielleicht kennt ihr das Buch noch aus meiner Bokopoli-Spielrunde Leseliste für den Juli. Ich muss sagen, also hier dieses Buch ist in einem guten Zustand. Es ist vergilbt, klar, es hat ein paar schmutzige Stellen, ein paar Seiten sind eingeknickt. Das zweite Buch ist in schon einem wesentlich schlechteren Zustand, aber das ist mir ehrlich gesagt auch inzwischen egal. Es hat ein Tauschticket gekostet, es hat unfassbar viele Leserillen, es ist schief gelesen und wenn ich es gelesen habe, kommt es sowieso weg. Es handelt sich nämlich um Abby Kleins Twisted Perfection ersehnt. Das ist der erste Band um Della und Nick. Ist der Nick? Woods. Er heißt Woods. Della und Woods. Und ich hatte ja in meiner Leseliste, beziehungsweise Bokopoli-Spielrunde, wie auch immer, danach noch gesagt, dass ich aus meiner Online-Merkzettel mir jeweils immer ein Buch raussuchen möchte, was ich als nächstes lesen möchte. Und da war eben Twisted Perfection. Ich habe dann aber nach dem Dreh erst gesehen, dass man das Buch gar nicht mehr ausleihen kann. Fragt mich nicht, wieso, aber ich wollte es halt eben trotzdem lesen, weil ich die Reihe wirklich auch immer fortsetzen möchte und deswegen habe ich dann auf Tauschticket gesucht und es hat wirklich nur ein Ticket gekostet, also wirklich nicht viel. Klappentext. Della ist endlich frei. Als sie ins Auto steigt und einfach losfährt, lässt sie nicht nur ihr Elternhaus, sondern auch ihre Vergangenheit hinter sich. Sie will unbeschwert leben und die Welt entdecken. Bei einem Zwischenstopp im sonnigen Rosemary Beach lernt sie an einer Tankstelle den unverschämt charmanten Woods kennen. Doch was für Della als heißer One-Night-Stand beginnt, wird ihr Leben für immer verändern. Genau, ich glaube den zweiten Band habe ich mir auch. Auf jeden Fall kommt noch ein Buch um Della und Schmutz bei mir an. Ich glaube, es sind insgesamt 3 Bände, die um die 2 gehen, aber das eine wurde noch nicht bestätigt. Ich glaube, das wird auch nicht mehr bestätigt. Dann werde ich mir einfach ein anderes ertauschen. Damit ich dann die 3 Bücher vielleicht im August relativ zeitnah hintereinander einfach weglesen kann. Und dann komme ich nämlich auch in der Reihe wieder ein Stückchen weiter voran. Genau, das sind die 2 Tauschticket-Bücher. Wie gesagt, das kommt in die Bücherzelle, das werde ich lesen und dann kommt es auch einfach in die Bücherzelle, glaube ich. Und dann kommen wir zum Rezensionsexemplar. Da weiß ich ja auch schon, was drin ist. Und auf das Buch freue ich mich sehr. Also ich freue mich eigentlich auf alle Bücher, die bei mir ankommen, immer sehr, weil sonst würde ich sie ja nicht anfragen oder mir tauschen oder sonstiges. Es handelt sich nämlich um Das Flüstern des Zwielichts von C. Bernard. Das ist der 2. Band. Ich hole mal gerade den ersten. Genau, das ist der erste.
Und das ist der zweite. Und was ich hier nämlich total cool finde, jetzt muss ich gucken, dass ich es auch irgendwie hinbekomme, dass ihr es auch gut seht, ist, dass die hier zusammengehören. Und ich finde es total cool. Wie gesagt, der zweite Band, der auf jeden Fall dünner ist als der erste. Der erste hatte knapp 400 Seiten und der zweite ist auf jeden Fall, der hat knapp 350 Seiten. Also da werde ich bestimmt auch ein bisschen schneller durchkommen. Ich bin sehr gespannt, wie es hier weitergeht rund um, wie hießen sie nochmal, Kara, Care und Wyatt. Wyatt, genau. Ich freue mich sehr, dass ich hier weiterlesen kann, weil mich ja das Buch hier unfassbar überraschen konnte irgendwie. Also es war jetzt nicht unbedingt ein Highlight, aber ich habe es, irgendwie fand ich es total cool und das Ende, es war kein fieser Cliffhanger, aber man wollte doch irgendwie schon weiterlesen. Deswegen bin ich sehr froh, dass jetzt das Buch auch bei mir angekommen ist. Ich habe hierzu übrigens auch immer noch ein Read With Me. Ich weiß gar nicht, ob ich das noch irgendwann mal online stellen werde oder nicht. Deswegen habe ich hier auch noch die Pandas drin. Und irgendwie ist das Buch total rund gelesen. Das ist irgendwie so aufgeplustert. Keine Ahnung. Ja, das ist das Buch, was ich angefragt habe. Bei mir kommen momentan so viele Bücher an und ich habe keinen Plan, wann ich die alle lesen soll. Und dann haben wir hier noch dieses Tauschpaket, Wichtelpaket, was ich jetzt, ja, ich habe es ja schon ausgepackt, ich weiß schon, was drin ist. Ich habe hier einmal oben drauf einmal so einen süßen Brief gehabt, wo drauf steht: Für Disney-Mädchen, Pinguin-Liebhaberin und schokoladenverfallende Laura, total süß. Dann habe ich unfassbar viele Lesezeichen, selbstgemachte Lesezeichen, die mir sehr, sehr gut gefallen. Ich liebe selbstgemachte Lesezeichen sehr. Die sind noch relativ lang, muss ich sagen. Oder kommt mir das nur so vor? Keine Ahnung. Das gefällt mir. Upsala. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Das ist eins meiner Liebsten jetzt von den ganzen, die sie mir gemacht hat. Mit dem hier. Das bin ja eigentlich gar nicht so der rosa-lila Fan, aber das finde ich irgendwie total cool. Und dann haben wir noch zwei mit einem Zitat drauf. Hier einmal von Cinderella: Wo Freundlichkeit herrscht, gibt es Güte und wo es Ster Güte gibt, da ist auch Magie. So rum. Und das zweite ist: Jeder fällt mal hin, aber erst wenn man wieder aufsteht, lernt man zu laufen. Und das ist von Bambi. Und Bambi ist ja so mein absoluter Lieblings-Disney-Film. Deswegen passt das ganz gut. Das Buch zeige ich euch zum Schluss. Apropos Disney, da habe ich noch so zwei Face-Masken, Gesichtsmasken so rum. Einmal mit Belle und einmal mit Schneewittchen. Finde ich total cool. Ich mache jetzt nicht so oft Masken, aber so ab und zu ist schon ganz nett. Das war noch drin. Dann, ups, waren hier noch diese Milka-Dinger drin, die inzwischen nicht mehr leben. Dann habe ich hier einmal so ein Ding, das kann man irgendwie, so ein Duftding, das kann man irgendwie in den Schrank tun oder so. So ein Duftkissen ist das. Dann habe ich einmal hier so ein Parfum. Das habe ich schon mal ausprobiert. Das riecht eigentlich nur nach Alkohol. Also ich weiß noch nicht, was ich damit machen werde. Von Balea einmal eine Lippenpflege. Ja, finde ich jetzt auch nicht schlecht. Dann habe ich einmal so ein Sprühdingens, wo man Wasser reinmachen kann und dann hier das eben so sprüht. Und ich glaube, sie hat Katzen oder so. Zumindest hängen hier Haare dran. Dann habe ich hier dreimal, oh Gott, Washi-Tape finde ich auch sehr, sehr schön. Ich liebe das. Und ich hatte ihr, da waren hier noch so Blumen drin. Hier waren noch, die heißt Post-its drin. Es möchte nicht fokussieren. Ja, die waren da noch drin. Finde ich, kann, also brauche ich auch immer, ehrlich gesagt, wisst ihr ja. Und ich hatte ihr geschrieben, dass ich sehr gerne kreativ bin und auch gerne Neues ausprobiere. Und sie hat mir da tatsächlich auch was reingelegt, und zwar zum Glas bemalen. Und das finde ich mega cool. Das möchte ich auch irgendwann mal ausprobieren. Ich habe hier nämlich so zwei Behälter, wo Glasbehälter, Glasgläschen, wo mein Schlüssel und so Zeug immer drin steckt, also so Krimskrams immer drin steckt. Und das kann ich mir richtig gut vorstellen, dass ich das dann irgendwie auch schön bemale. Genau, und ein Buch war auch drin, weil das Ganze hat sich auf Bookstagram abgespielt.
Und ich hatte drin Night of Grounds von Stella Tuck. Und ich freue mich sehr darüber, dass ich dieses Buch endlich hier habe. Ich habe schon so oft bei Abel oder auch bei Chibo schon gesehen. Also Chibo, nicht Chibo, sondern Chibo, also Cheap Books. Ich verlinke euch die Seite mal in der Infobox. Da gab es die Bücher, ich glaube, sie hat wirklich Katzen, weil hier hängen auch Härchen, Katzenhärchen dran oder so, oder Hundehärchen, Tierhärchen auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall wollte ich das Buch schon so oft in meinen Warenkorb packen, habe es aber nie getan. Und jetzt bin ich sehr froh darüber, dass dieses Buch bei mir eingezogen ist. Und ich hoffe auch, dass ich das ganz bald lesen werde. Ja, ich lese euch auch hier mal den Klappentext vor, falls jemand nicht kennen sollte. Schwarz oder weiß, welche Seite wählst du in diesem Spiel um Liebe und Tod? Seit Jahrhunderten liegt über den Adelshäusern Chesterfield und St. Barrington ein unbezwingbarer Fluch. Und das bis heute, obwohl aus den Anwesen längst Internate geworden sind. Von all dem ahnt Alice nichts, als sie für eine Summer School nach Chesterfield kommt. Die Zeichen auf den Handgelenken ihrer Mitschüler fallen ihr nicht auf. Dafür fesselt der charmante, wenn auch undurchschaubare Vincent umso mehr ihre Aufmerksamkeit. Sein Lächeln lässt sie alles um sich herum vergessen, bis Alice eines Morgens eine ihrer Mitschülerinnen versteinert im Wald entdeckt. Das ist der erste Band einer Dilogie übrigens. Und ja, damit habe ich euch jetzt alles gezeigt. Dieser Abschnitt ist auch schon wieder viel zu lang. Ich weiß, dass dieses Weekly Reading unfassbar lang werden wird. Ich werde euch Leseupdates dann irgendwann am Wochenende geben. Hallöchen, ihr Lieben. Ich wollte euch ein abschließendes Leseupdate geben zum Sonntag. Ich habe nämlich noch zwei Bücher beendet und ich wollte euch da jetzt wirklich mein letztes Fazit endlich geben. Was heißt endlich geben? Ich habe es heute ja erst fertig gelesen, das zweite Buch davon. Genau, ich fange aber an mit Heimliche Liebe in Cherry Oak Falls. Hier fällt dieses Lesezeichen immer raus. Ich mache das mal hier hinten rein. Von Bettina Kiraly. Und das hat mir unfassbar gut gefallen. Also ich hatte sehr, sehr viel Spaß beim Lesen. Ich mochte es total. Ich fand es irgendwie vom Handeln her der Protagonisten, also vor allem von Nicholas her, der ja Angst vorm Outing hatte, irgendwie total realistisch. Ja, dass jetzt relativ viele Männer homosexuell waren, war jetzt nicht ganz so realistisch, aber das war jetzt auch etwas, was mich jetzt nicht so gestört hat. Ja, also ich mochte das wirklich super, super gerne. Meine zweite Male-Male-Romance, die mir auf jeden Fall besser gefallen hat als die erste, die ich Anfang des Jahres, letztes Jahr, ich weiß nicht mehr ganz genau, gelesen habe. Und ich bin definitiv sehr gespannt auf die Folgebände davon. Band 1 geht um andere Protagonisten. Ich glaube um Mann und Frau, also Mann und Frau dann wieder. Bin mir aber gerade nicht sicher. Und der dritte Band erscheint, glaube ich, irgendwann im Oktober. Genau, der dritte Band erscheint dann im Oktober und dann haben wir noch zwei in 22, nämlich im April und auch wieder im Oktober. Ja, definitiv eine Empfehlung von mir, wenn ihr mal Male-Male-Romance lesen möchtet. Der zweite Band, wie gesagt, den ersten Band habe ich noch nicht gelesen, werde ich aber jetzt auf jeden Fall auch noch nachholen, weil ich einfach die Geschichte total cool fand und ich glaube, wenn es alles in Cherry Oak spielt, Cherry Oak Falls spielt, könnte das, glaube ich, richtig, richtig cool werden. Ich mochte das, wie gesagt, sehr, sehr gerne. Und dann heute erst beendet habe ich Warrior and Peace, Göttlicher Zorn, genau, von Stella Tuck. Der zweite Band der Dilogie. Und was soll ich sagen? Mir hat der erste Band ja schon unfassbar gut gefallen. Mir hat damals aber der letzte Funke für 5 Sterne gefehlt. Deswegen hat es nur 4,5 Sterne bekommen. Auch Band 2 ist kein 5-Sterne-Buch, weil so der letzte Funken, der so ein 5-Sterne-Buch für mich ausmacht, hat irgendwie gefehlt. Also ich liebe das Buch, ich finde die Geschichte absolut grandios. Manche Herren ja, verhalten sich so ein bisschen toxisch Warrior gegenüber, aber es ist halt alles auch mit sehr viel Humor und Witz. Deswegen finde ich das jetzt nicht so problematisch, aber man soll das halt eben schon irgendwie vorab wissen. Das Ende von dem Buch war so, so krass, so unvorhersehbar, so überraschend einfach. Damit habe ich nie, 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 nie im Leben gerechnet. Ich dachte ja irgendwann, dass Warrior vielleicht einfach träumt, aber das war mir dann auch irgendwie zu abgespaced. Also es konnte auch irgendwie nicht so sein, weil sonst hätte sie unfassbar lange geträumt.
Und der Epilog war einfach, der war einfach gut. Grandios, fantastisch, unfassbar geil. Ich liebe den Humor von Stella Tuck. Zum Glück habe ich noch ein paar Bücher, die ich von ihr lesen kann. Fantasy wie auch Romance habe ich noch von ihr, die ich lesen möchte. Ich mag Warrior and Peace unfassbar gerne. Ich werde das Buch mit oder die Reihe mit Sicherheit irgendwann noch einmal lesen. Ich liebe allein die Klappentexte. Ich würde ihn euch gerne vorlesen, aber der spoilert halt einfach so sehr. Ich liebe es, wie sie die griechische Mythologie verwendet hat. Kann man das so sagen? Ihr wisst bestimmt, was ich meine. Hier untergebracht hat. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Die Charaktere, ich finde Maddox absolut cool. Die Dialoge von Roria und Maddox waren manchmal sehr konfus, ziemlich witzig, sehr unterhaltend auf jeden Fall. Ich hatte wirklich sehr, sehr viel Spaß bei dem Buch. Das war eine absolut coole Dialogie. Ich bin sehr froh, dass ich das in Buddy Read gelesen habe und man sich darüber einfach austauschen konnte. Zum Glück haben wir uns so eine tolle Dialogie ausgesucht. Und ja, ich mochte es einfach unfassbar gerne. Ich kann dazu jetzt mehr nicht sagen. Und ich habe jetzt aktuell kein angefangenes Buch mehr, aber ein Buch, was ich auf jeden Fall jetzt noch im Juli lesen möchte, ist Dark Palace, Die letzte Tür tötet von Rick James. Es ist der zweite Band der Trilogie. Den dritten Band werde ich dann in der Online lesen. Ich werde die Bücher auch aussortieren, aber ich habe auf jeden Fall auch schon eine Abnehmerin, falls sie die Bücher noch haben möchte. Weil ich persönlich die Cover jetzt nicht so schön finde. Wenn ich sie nochmal lesen möchte, kann ich sie mir auch ausleihen. Ich weiß nicht, ob sie die in der Bibliothek als Buch stehen haben oder nochmal als E-Book kaufen. Das würde mir auf jeden Fall auch total ausreichen. Das Buch hat knapp 500 Seiten oder so. Nö, nicht ganz. Bisschen weniger. 580 Seiten, 590 Seiten in etwa. Ja, ich bin sehr gespannt, wie es hier in dem zweiten Band weitergeht. Ich werde da aber euch dann nächste Woche ein bisschen mehr zu berichten. Heute werde ich vielleicht noch reinlesen, ein bisschen beginnen zu lesen, ein paar Seiten lesen und ja, euch dann nächste Woche, wie gesagt, updaten. Und dann sind wir auch schon am Ende meines Updates angekommen und auch am Ende des Videos angekommen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, passt auf euch auf und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Tschüss!